Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Wir sind immer noch in Rifthorn und weder noch und sind ja im Gefängnis mittlerweile, aber nicht drin, sondern nur auf Besuch. Schauen uns hier gerade ein bisschen um und da geht's auch noch runter irgendwie. Gucken wie. Ich kenne euch doch. Ach, du kennst mich nicht. Ich sehe neu aus wie jemand, den du kennst. Irgendwie geht's gerade hier drunter, da. Ja, wir brauchen noch eine Sitzung mindestens, um hier komplett durchzukommen. So, nee, das ist nur so eine Farbe. Da ist nichts Spannendes. Zu dir können wir auch nicht. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich ja, du bist jetzt Unrecht drin. Wer hat mir das angetan? Ich habe hier eine Quest. Rifthorn steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Ich habe hier eine Quest. Da liegt was unten, was wir brauchen. Okay. Ja, wenn er gerade weg ist, mal eine Runde. Okay, also irgendwo links. Ja, wir hatten hier eine Quest. Ist aber Content, den ich nicht zeigen darf. Von daher habe ich das rauscutten müssen. Deswegen habe ich mich auch nicht daran erinnert, weil die Quest habe ich von Anfang an schon. Die läuft parallel mit und ist eine Sammelquest über die ganze Welt wahrscheinlich. So. Ich muss die Augen offen halten. Gehen wir erstmal ein Blümchen pflücken. Ja, das stimmt. Mittlerweile kommt Drachen auch gerne mal an der Stadt vorbei. Da hat sie nicht ganz unrecht. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltungen mit Reisenden. Nur ein Dolch für den Sohn des Jarl? Ich habe im Hof mit einer Wache geübt, die in Ohnmacht gefallen ist, als ich ihr sagte, dass sie sich ducken soll. Meine Klinge ging direkt ins Mauerwerk und musste umständlich repariert werden. Zum Glück vollbringt unser Schmied Balimund wahre Wunder. Wenn ihr mein Schwert bei ihm abholen könntet, wäre ich äußerst dankbar. Ja, es soll doch eine Laufquest, aber ja. Danke. Beeilt euch bitte. Euch scheinen Besucher und Rifthorn zu missfallen. Jeden Tag wächst die Gefahr für mich und meine Familie, aus Rifthorn verbannt zu werden. Wer weiß, wie viele Spione das Kaiserreich uns schon geschickt hat. Wir befinden uns im Krieg. Nicht die Zeit für Gastfreundschaft. Zum Glück behält Mutter einen klaren Kopf. Ging es nach meinem Bruder, stünden wir schon unter kaiserlichen Farben. Seid ihr und euer Bruder euch uneins? Klar. Dieser Dummkopf hatte sogar die Kühnheit, seine Liebe zum Kaiserreich auf dem Marktplatz zu erwähnen. Er erwartet, dass wir unseren Widerstand ablegen und sie mit offenen Armen begrüßen. Wir sollen mit ihnen Gespräche führen, statt ihr Blut zu vergießen, um unsere Heimat zu verteidigen. Er ist ein Verräter, ganz einfach. Wäre ich auf dem Thron gewesen, hätte er aufgrund seiner Sympathien für das Kaiserreich am Galgen gehangen. Wow. Okay. Also gut. Allerdings wenigstens nachvollziehbar, nicht grundlos. Ist das der Hintereingang zum Schloss? Das ist die Kaserne. Naja, warum nicht? Hi, ihr vielen lieben Wachen. Ich gucke mich nur mal um, ob ich was finde. Bin auch gleich wieder weg. Boah. Wow. Ich Bock hätte zu stehlen, ne? Da kommen wir auch nach Rifthorn wieder. Problem ist, da ist was. Status. Aktiv, festnehmen oder töten, hohe Wichtigkeit, Beschreibung. Antonius, männlich, Mitte 70, Hintergrund. Antonius ist ein ehemaliger Kampfmagier, dessen Analytischergeist angeblich nur noch durch seine lüsterne Neigung übertroffen wird. Er wird von Aristokraten in Ersthalt gesucht, da ein Hofmagier namens Alenia mit Skuma vergiftet haben soll. Allerdings ist unklar, ob dies böswillig erfolgte oder er sie die Substanz einfach nur probieren lassen wollte. Nach der Flucht aus Cyrodiil schloss er sich dem Blut... Moment, wie heißt der? Blutroten Langdolchen an und beriet sie hinsichtlich der Beschaffung und des Schmuggelmarkt-Artefakte.
Aufgrund seines Konsums von Spirituosen und des hohen Alters ist er zwar kein vorrangiges Ziel mehr, allerdings gilt für alle Mitglieder der Banditengruppe nach wie vor eine hohe Priorität, daher sollte sie gefasst oder eliminiert werden. Operative Anmerkungen: Es wird davon ausgegangen, dass Antonius eine Reihe von Lastern hat, wobei seine Spielsucht hervorzuheben wäre. Statt nach ihm zu suchen, wäre es sinnvoller, eine Wache in der Nähe der Gruben zu postieren, wo sich gleichgesinnte Degenerierte häufig versammeln. Da es in der Felsrin Höhle in letzter Zeit eine Menge Aktivität gegeben haben soll, wäre dies einen Blick wert. Ja, da waren wir auch schon mal. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. So, war hier noch was außer ihr? Wartet! Ich kenne euch doch. Niemand kennt mich. Ich bin der Unbekannteste, den es gibt. Das merkt man schon, wenn eine Stadt kommt, da spricht mich keiner an mit: Hey, du hast irgendwelche tollen Quests gemacht. Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. So, mal gucken. Festung heißt viel Leute. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Ich hab dich nicht erkannt. Bist du auch noch eine Wache? Als Jagdkämpfer, oder? Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Ihr beschützt ihn, ja? In der Tat. Es wurden bereits mehrere Attentate auf den Jarl verübt. Wir sind nicht sicher, ob die Dunkle Bruderschaft oder Sympathisanten der Kaiserlichen dahinter stecken. Wir hatten auch Ärger mit Spionen, die unsere Sicherheitsmaßnahmen auf Schwachstellen untersuchen. Ich arbeite mit der Stadtwache zusammen, um solche Umtriebe zu vereiteln. Letzten Endes bin ich die letzte Verteidigungslinie des Jarl. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas zustößt. Verratet mir, was ihr über den Krieg denkt. Ulfric ist ein echter Haudegen. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen würdigen Nord gibt, der es wagen würde, das in Frage zu stellen. Er zieht das Kaiserreich zur Rechenschaft und lässt es für seine Verbrechen büßen. Ich werde wohl erst zufrieden sein, wenn Ulfric auf dem Thron von Himmelsrand sitzt. Die Asche des Konkordats zu seinen Füßen. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Lügner und Bastarde, alle miteinander. Ich würde mir ihre Köpfe bringen lassen, wenn der Krieg nicht meine ganze Aufmerksamkeit fordern würde. Ich bräuchte bloß ein Dutzend Männer. Dann könnten wir in den Rattenweg einmarschieren und sie wie Ratten ausräuchern. Die Sturmmäntel lehnen das aber ab. Sie sind zu beschäftigt damit, die kaiserlichen Truppen fernzuhalten. Was ist der Rattenweg eigentlich? Es ist allgemein bekannt, dass die Dieb... Ich würde ja selbst darunter steigen, aber dann bliebe Jarl Layla hier schutzlos zurück. Ja, ich habe deswegen mal abgekürzt für uns. Wir konnten uns nichts sagen, was wir nicht schon gewusst hätten. Jarl Layla. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Skuma-Händler in Riftern entdeckt. Ja, wir wissen von Sartes Machenschaften im Lagerhaus. Leider sind wir uns sicher, dass er Informanten in der Stadtwache hat. Er ist uns bisher jedes Mal entkommen, wenn wir ihn festnehmen wollten. Wenn ihr euch jedoch dieser Sache diskret annehmen würdet, könntet ihr ihn vielleicht überraschen. Machen wir. Hervorragend. Hier, das ist der Schlüssel zum Lagerhaus. Versucht, diesen Gifthändler zu schnappen und ihn zu überzeugen, seine Geschäfte dauerhaft aufzugeben. Wie steht ihr zum Krieg? Auch wenn ich Ulfrichs Sache als gerecht ansehe, mache ich mir Sorgen um die Bewohner von Rift. Wie können sie ihr ohnehin schon hartes Leben weiterleben, wenn dunkle Wolken über ihnen hängen? Ich fühle mit ihnen. Wenn wir doch nur mehr Geld hätten, dann könnte ich sie wie meine eigene Familie beschützen. Was ist mit Ulfric persönlich? Mit den Sturmmänteln im Rücken plant Ulfric, die Truppen des Kaiserreichs aus Himmelsrand zu vertreiben und unsere Beteiligung am Weißgold-Konkordat zu beenden. Viele haben im Kampf für diese Sache das Leben gelassen. Ich fürchte, das Land wird noch Jahre mit Blut befleckt sein. Was ist das Weißgold-Konkordat? Ihr wisst sicher vom großen Krieg zwischen dem Kaiservolk und den Elfen, die sich selbst der Altmeri-Bund nennen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde das Weißgold-Konkordat unterzeichnet. Es sollte ein Bündnis sein, das für Frieden im Kaiserreich sorgen sollte. Eine der Bedingungen des Vertrags war das gesetzliche Verbot der Anbetung von Talos. Für die Sturmmäntel war das der Augenblick, in dem es für jeden wahren Nord unwürdig wurde, für das Kaiserreich einzutreten. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Wir brennen alle darauf, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Maven Schwarzdorn hat mir versichert,
dass sie ihr gerechtes Schicksal ereilen wird. Ach Quatsch. Als eine der einflussreichsten Bürgerinnen der Stadt wird sie persönlich dafür sorgen, dass sie inhaftiert werden. Leider sind sie schwer zu fassen. Aber ich bin mir sicher, dass Maven nicht aufgeben wird, bevor diese Stadt komplett von ihnen gesäubert wurde. Jeder weiß, dass sie mit denen zusammenarbeitet. Ich wünsche euch eine gute Reise. Da sind... Ah, der Haufmagier. Hatten wir... Bitte verzeiht meine Unordnung, aber ich stecke mitten in einer äußerst störungsanfälligen Versuchsreihe. Was hat euch so lange beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Erstaunlich. Nun, ich will es euch gern erklären. Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Faszinierend. Sprecht weiter. Aha, ihr seid also doch ein Schüler der angewandten theoretischen Harmonielehre. Wenn wir Ralstons Konstante der universalen Inversion einmal beiseite lassen, wie würdet ihr das Problem dann angehen? Würdet ihr die harmonische Energie der Zutat zuführen oder ihr erlauben, ihr eigenes Feld zu erzeugen? Wie wäre es mit Clem? Wie bitte? Absolut lächerlich. Vor langer Zeit hätte man Clem noch in jedem Haushalt Tamriels gefunden, aber heute nicht mehr. Moment, ihr habt mich auf eine geniale Idee gebracht. Genau wie eine Klemme, die greifbares Material fixiert, kann ein Seelengreifer Magiefelder festhalten. Genial! Und ihr habt sicher schon einen Weg gefunden, wie man einem vollständigen dimensionalen Zusammenbruch entgegenwirken kann, ja? Ja, klar! Vielleicht sollt ihr einen Seelenstein schlucken. Seid ihr denn total verrückt? Ja. Einen Seelenstein schlucken? Das muss der brillanteste und unerwartetste Lösungsansatz sein, den ich seit langer Zeit gehört habe. Er löst alle Probleme und hält dazu noch das Feld stabil. Jetzt brauche ich nur noch... Moment, worüber sprachen wir gerade? Ist völlig verrückt. Ihr scheint Hilfe bei eurer Organisation gebrauchen zu können. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein. Zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Was brauchst du denn? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ja. Ich erlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Weist mir den Weg, dann schaffe ich es für euch. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. Ach so, ist nur ganz speziell. Eine Investition? Ja, nimm. Warum? Danke. Wenn ich etwas Zeit habe, überlege ich mir, was ich am besten... Wohin soll ich gehen? Lasst mich nachdenken. Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Das darf ich nicht vergessen. Zuerst der Schutzzauber, dann die Beschwörung. Ja, klingt nach einer guten Reihenfolge der Reaktion. Ist Abendbrotzeit. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Yar Laila. Was macht ihr hier in der Gegend? Als Vogt diene ich als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Ich kümmere mich außerdem um das politische Alltagsgeschäft hier in Rifton. In letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun, gegen diese lächerlichen Korruptionsvorwürfe in unserer Festung anzugehen. Von welchen Korruptionsgerüchten sprecht ihr? Es gibt Leute, die glauben, die Jarl tue nichts für diese Stadt.
dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie regiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Guck mich also an. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Als Gilde würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, eher als unorganisierten Haufen. Eigentlich sehe ich sie nicht einmal als Bedrohung an. Stattdessen sollten wir unsere Ressourcen in die Invasionsvorbereitungen investieren. Okay, du gehörst definitiv dazu, würde ich sagen. Ihr seid in Rifton willkommen. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltung über den jüngsten Sohn des Jarl lustig zu machen? Weshalb sollte ich euch verspotten? Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Eingekerkert? Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen, und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. So, mit dir hatte ich ihr seid ein paar Wachen. Festung Nebelschleier. Ich bin Amiriel, Vogt von Jarleila. Damit ich nicht wieder erwischt werde, falls es irgendwas ist. Okay, das ist ein normales Buch. Ich bin jetzt nicht müde. Dahinter ist Geld versteckt. Die Mitgift. Ist auch noch was zum Lesen, überspringe ich jetzt mal. Das ist wichtig. Ein paar kurze Zeilen zu meinem Sohn Sibby. Er ist so zu behandeln, wie ich dies bei jedem Mitglied der Familie Schwarzdorn erwarten würde, und jeden seiner Wünsche ist fraglos nachzukommen. Allerdings untersage ich es euch, ihn freizulassen, es sei denn, ich würde es ausdrücklich erlauben. Sibby muss lernen, wo er hingehört, und das lernt er nur hinter Schloss und Riegel, Maven. Ja gut, das hat uns Sibby im Prinzip ja schon erzählt. Das sind ein paar Amulette. Gut zu sehen, hier patrouillieren auch mal ein paar Wachen. Wartet, ich kenne euch doch. Nein, tust du nicht. Wartet, ich kenne euch doch. Hörst du auch? Das ist ganz sicher kein Fehler. Ja, komm. Ihr seid, na schön, aber nehmt euch in Acht. Ja, nicht? Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Bla, bla, bla. Da kommt man zur Kaserne, okay. Doch, du musst kein Diebstahl hier. Stand da, war weiß. Achso, stopp, dann geht's hier hoch. Ist nicht verboten, also ist erlaubt. Ganz einfach. Simple Logik. Fühle mich trotzdem falsch, das zu tun, aber... Zu irgendwas Schönes, was Belastendes... Viel weiter hier. Na. War ich zu schnell. Schon wieder dunkel. Hoch. Jetzt hängen wir. Hallo? Spiel, lass mich raus. Gut, versuchen wir es nochmal. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Er hängt irgendwie im Boden anscheinend. Ja, da kann ich jetzt nur eine Schnellreise machen.
Ironie kann ich. Cool. Ich kann auch Richtung reißen, auf welche Richtung bin. Es wird schon wieder dunkel. So, jetzt versuchen wir mal, meinen Weg ein bisschen zur Nacht zu verziehen. Hier ist der Markt. Mal gucken, wo geht's zum Palast. Da drüben, ne? Ja, auf der linken Seite wird es nicht so viel liegen, hoffe ich jetzt einfach mal. Warte. Ich kenne euch doch. Die waren alle super gut informiert. Gut, Schwarzturm. Okay. Kann ich euch helfen? Ich sehe dich nicht. Meine Güte, gibt es hier viel Gebäude. Nein. Auch noch nicht. Sieht keiner? Lady Marion Schwarzthorn. Ich habe Erkundigungen zum Verlust eurer Mitlieferungen nach Cyrodiil eingezogen, um nun zum Schluss zu kommen, dass sie von einer Gruppe Söldner im Dienst des Kaiserreichs überfallen wurde. Laut meinen Quellen haben diese Söldner nicht auf Befehl gehandelt, sondern die Karawanen nur wegen der mitgeführten Waren angegriffen. Ich habe in euren Namen einen Auftrag auf Entschädigung an den kaiserlichen Rat geschickt und mit den entsprechenden Söldnern ist bereits entsprechend verfahren worden. Ich möchte euch für dieses unglückliche Missgeschick noch einmal meine tief empfundene Entschuldigung aussprechen und versichere euch, dass alle zukünftigen Lieferungen in unser Land an der Grenze von einer kaiserlichen Patrouille in Empfang genommen und persönlich bis an ihren Bestimmungsort eskortiert werden. Regin Limilus, Großvogt Handelsbeziehung Kaiserstadt. So hoch? Ja, okay. Ich wollte in den Keller direkt runter. Nee, das ist... Oh. Hier ist keiner? Da liegt niemand? Nein? Sehr schön. Sorry, Alchemie-Zutaten, da kann ich dann doch nicht widerstehen. Das muss dann sein, das ist einfach Pflicht. Okay. Das scheint das Schimmer anscheinend von der Tochter zu sein, da hieß es ja, dass sie eigentlich alchemistisch begabt. Stimmt, den Alchemiegrad haben wir auch noch nicht gehabt. Okay, ist nicht ganz nach oben, aber nah dran. Mal ein Stück nach rechts. Komisch. Ein Stück nach rechts ist nicht besser als ganz nach oben. Ein Stück nach links. Ist schlechter. Okay. So, nur ein Mühe. Das war auch nur ein Mühe, okay. Mach das mal wieder zu. Astrid, ich hatte eure Leute für verlässlich gehalten. Ich habe das schwarze Sakrament vollzogen, ich habe die verlangte Gebühr bezahlt und ich habe geduldig auf Ergebnisse gewartet. Wenn ihr mit einem simplen Attentat nicht klarkommt, werde ich jemanden finden, der es kann. Ich will, dass dieser Auftrag ausgeführt wird, und zwar unverzüglich. Melfi Schwarzturm. Komm Leute, das ist ein fetter Beweis. Das menschliche Herz als Chemie zu tat, ich glaube ja. Als sie die Tür gut verschlossen haben, kann ich nachvollziehen. Mhm. Kann die Größe der Stadt? Hi, Ingund. Heute bin ich mit meinen Gedanken ganz bei meinen Experimenten. Seid ihr Alchemist? Diesen Titel möchte ich erwerben, ja. Aber der Weg dorthin ist mit losen Pflastersteinen und tödlichen Fallgruben gepflastert. Meister Elgrim sagt, ich sei ein Naturtalent. Aber ich fürchte, damit verbirgt er nur seine Unduldsamkeit gegenüber meinen Fehlern. Meine fehlerhaften Formeln haben Meister Elgrim schon ein Vermögen an Zutaten gekostet, die zum Teil fast unersetzlich sind. Welche Zutaten braucht ihr? Um Meister Elgrims Vorräte wieder aufzustocken, benötige ich 20 Totenglocken, 20 Tollkirschen und 20 Nirnwurze.
Höre ich da etwa euer Interesse, diese seltenen Zutaten für mich zu sammeln? Ich brauche die selber. Ja, komm. Ich besorg's dir. Das bedeutet mehr Zeit für meine Experimente und weniger Zeit auf dem Feld. Ich bin euch sehr dankbar. Was fasziniert euch an der Alchemie so? Es ist erhebend, die Wirkungen meiner Tränke auf den Körper zu beobachten. Zu sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen. Die Augen erblinden. Wir bestehen aus tausenden von Teilen mit tausenden verschiedenen Funktionen, die alle zusammenwirken, um uns am Leben zu erhalten. Doch wenn nur ein einzelnes Teil unserer unvollkommenen Maschine versagt, versagt das Leben. Da wird einem bewusst, wie zerbrechlich, wie fehlerhaft wir sind. Mhm. Was mich so fasziniert, wollt ihr wissen? Die Ironie. Die Ironie, dass dieselbe Welt, die uns das Leben gab, uns auch die Mittel für den Tod gibt. Könnt ihr mir sagen, wo ich diese Zutaten finden kann? Nierenwurz ist am einfachsten. Sie wächst am Wasser und gibt ein einzigartiges Glockengeräusch von sich. Der einzige Nachteil ist, dass sie nach der Ernte nicht mehr nachwächst. Die Tollkirsche wächst im Kiefernwald und den sumpfigen Tundra-Regionen von Himmelsrand und hat eine unverwechselbare sternförmige Blüte. Schließlich haben wir noch die Totenglocke, die nur in sumpfigen Tundra-Gelände wächst. Ihre umgedrehten bläulich-lilafarbenen Blütendolden sind unverkennbar. Erzählt mir das über eure Familie. Meine Familie? All dieser Reichtum und sie verschwenden ihn für törichte Unternehmungen und politische Intrigen. Ich bin für Höheres bestimmt als für all dies hier. Ich möchte mein Leben und mein Talent dunkleren Kreisen widmen. Wenn meine Mutter mich nur machen ließe, wäre sie bestimmt stolz auf mich. Sie steht nur dir. Ich kann meine Experimente Hattet ihr Glück beim Sammeln dieser Zutaten? Jo, wartet. Ich werde ja anscheinend nicht gehen, so. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Tu ich doch, ich finde den Weg noch nicht. Kein Bock, Ärger zu kriegen. Ach, und dann sind wir schon wieder. Ich schätze mal, das ist der Tempel von, mit Minerva? Nee. Mara. Der Tempel von Mara, ist korrekt. Wow, ein großer. Bereich hier hinten. Aha. Okay. Ach, Experte, schreckt uns nicht. Ja, die erste Sache war dann ganz gut. Ach, komm schon, ein Stück nach oben wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Das gibt's doch nicht. Schöne Zutaten. Und? Ja? Aha. Da bin ich vor uns gerade nicht lang gegangen. Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Ja, es sieht alles sehr verdächtig hier irgendwie aus. Wenn das ein Bildnis der Mutter ist, dann dürfte hier die Diebesgilde irgendwo Sitz haben.
Bin ich jetzt schon außerhalb von Rifter? Nee, ne? Überall Hintereingänge noch, meine Herren. Ah, wartet mal. Das ist das Tor, was wir am Anfang gesehen haben. Nee, das ist das hier, okay. Das kann man auch nicht aufschließen. Ach, jetzt geht's. Von der Seite darf man es öffnen, okay. Ergibt vielleicht sogar Sinn. Wartet, bevor wir das machen. Kein Bock, wegen sowas Ärger zu kriegen. Es gibt hier viele Tore, aber wenig dahinter. Ah, sind wir dann schon hier im Rattenweg? Schwer einzuschätzen. Mhm. Okay, folgendes. Stellen Sie es mal strategisch hin. Ich kenne euch doch. So, nein, kennst du nicht. Also, wir müssen für heute auch wieder Schluss machen. Wir haben es nicht ganz geschafft. Also, wir müssen noch die linke Seite der Stadt hier ein bisschen abgehen. Zumindest bis auf das Gut Schwarzturm, das haben wir ja. Und dann haben wir noch den ganzen unteren Bereich von ja, der Stadt, dieser Rattenweg. Und oben, links oben, habe ich gesehen, hängt auch noch irgendein Plakat. Und dann müssen wir auch noch die ganzen Quests hinterher anpinnen. Wenn wir das aber alles geschafft haben, dann dürfen wir wahrscheinlich bald questen gehen. Ich hoffe, das schaffen wir das nächste Mal. Bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, war jetzt natürlich nicht ganz so spannend, ohne irgendwelche Kämpfe. Aber zum Rollenspiel gehört das natürlich auch dazu. Auch wenn das jetzt schon insgesamt 2 Stunden alleine hier in der Stadt war und wahrscheinlich noch eine halbe Stunde dazu kommt. Aber das muss halt mal sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugeschaut haben. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!